Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Goldpreis hat dem deutschen Leitindex gestern die Show gestohlen. Während Gold ein neues Rekordhoch markierte, kam der DAX letzten Endes nicht vom Fleck. Der DAX bewegte sich den ganzen Tag in einer verhältnismäßig engen Spanne. Zum Handelsschluss lag er dann exakt auf dem Niveau vom Freitag bei 12.838 Punkten. Blicken wir voraus auf den neuen Handelstag, jetzt zusammen mit Franziska Schimke, unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt. Schönen guten Morgen. Franziska, wie könnte der DAX denn heute in den Tag starten? Ja, gestern haben wir ja letztlich eine Nullnummer gedreht zum Wochenauftakt, aber das ist ja auch schon eine gewisse Stärke nach den doch deutlichen Verlusten vom Vortag, vom Freitag, und somit sind wir gestern stabilisiert unterwegs gewesen. Heute sieht es wieder etwas freundlicher aus. Es werden Gewinne für den DAX erwartet. Rund 0,5% dürfte es zum Auftakt hier erst einmal nach oben gehen, denn man hofft einfach auf Konjunkturmaßnahmen und Hilfsprogramme von Seiten der Regierung, vor allem aber auch in den USA, und eben auf Liquiditätsspritzen von Seiten der Notenbanken. Und die US-Notenbank Fed, die startet ja heute dann eben mit ihrer zweitägigen Sitzung. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, ja, dann ist der Nikkei noch so ein bisschen unentschlossen unterwegs. Hang Seng und Shanghai Composite hingegen legen aber zu, und zulegen konnte gestern eben auch der Dow Jones, auch wenn es letztlich nur 0,4% waren. Nasdaq 100 aber dafür 1,8% im positiven Bereich unterwegs. Die angespannten Beziehungen USA-China, als auch das Thema Corona-Neuinfektionen nach wie vor natürlich das große Thema. Und hier natürlich auch die Sorge vor einer neuen Corona-Welle aufgrund der Neuinfektionszahlen sind ein belastender Faktor, trotzdem aber wohl erst einmal grüne Vorzeichen zum Auftakt. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt die Marktidee wie gewohnt. Heute ist die Silber. Silber steht ja traditionell etwas im Schatten des großen Ruders Gold. Während der Goldpreis eben gestern ein neues Allzeithoch markierte, ist der Silberpreis davon noch weit entfernt. Allerdings lief es zuletzt sehr gut. Heute erreichte der Kurs eine wichtige Widerstandszone aus den Jahren 2011 bis 2013. Anleger sollten sich jetzt wegen der überkauften Situation auf eine Verschnaufpause einstellen. Auf der Unterseite rücken dabei drei Auffangzonen in den Fokus. Wo sich diese befinden, lesen Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.